So, Freunde, willkommen zu einem neuen Video und ich dachte, ich mache einfach mal ein Real Talk Video über Hater-Kommentare im Internet, ganz speziell auf YouTube bezogen an der Stelle, ja, weil da sind, glaube ich, die meisten Hater am Start, weil es die anonymste Plattform ist, obwohl TikTok auch sehr anonym ist, aber naja, und natürlich auch nicht nur Hater-Kommentare, sondern auch Kritik. Neider und wie man sie nicht alle betitelt, diese ganzen Menschen, die einfach ihren Brei so rausposaunen, ohne überhaupt wirklich zu überprüfen, ob das Ganze Sinn macht. Das Gefühl habe ich manchmal. An der Stelle sehr gerne auch direkt einen Hater-Kommentar hier unter das Video bitte schreiben. Vielen Dank für die Interaktion auch und für den Support. So. Irgendwas habt ihr bestimmt schon auszusetzen. Nein, okay, Spaß beiseite, Leute. Und zwar hatte ich heute irgendwie das Gefühl, ich möchte mal was dazu sagen. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute da draußen, die haben mit Hater-Kommentaren oder mit Mobbing zu kämpfen. Ich bekomme tatsächlich auch Hater-Kommentare. Das eine oder andere kam jetzt auch mal auf, ganz besonders nach OnlyFans und vor allem auch, seitdem ich Videos mit Leon gemacht habe. Davor hatte ich das irgendwie noch gar nicht so krass in meinem Leben. Ich will euch sagen, wie ich damit umgehe. Ja, ein bisschen Support hier an meiner Stelle für alle YouTuber, die abgefuckt sind wegen diesen ganzen Scheiß-Kommentaren. Ich hatte heute Morgen erstmal wieder irgendwie einen Kommentar bekommen. Das kann ich euch auch gerne mal zeigen. Dann können wir auch gleich darauf zu sprechen zu kommen, wie man damit umgeht oder wie ich damit umgehe. Also, heute Morgen hatte ich einen Kommentar. Warte mal, wo hatte ich es denn jetzt? Sorry, Leute. Mann, Alter, wo ist denn das jetzt? Sorry, Leute, finde ich direkt. Ach so, das habe ich, warte mal. Und zwar, einmal hatte ich einen Hater-Kommentar. Das ist das. Das ging aber schnell, wie sie nach den ersten paar tausend gedacht hat, das geht so weiter. Also, ganz kurz zu dem Hater-Kommentar. Einmal, wo ist das Problem, dass ich dachte, es geht so weiter, nachdem ich wirklich richtig viel Geld verdient habe und auch das Potenzial hatte, einen Managementvertrag zu haben und dann auch viel Geld zu verdienen damit. Hätte ich mich dafür entschieden, dann hätte ich ja viel mehr Geld verdient, als ich damals verdient habe. Und was ist auch zweitens überhaupt darin so schlimm, wenn man sich vielleicht täuscht? Wo ist das Problem, dass ich vielleicht dachte, wow, ich verdiene jetzt total viel Geld? Was ich noch nicht mal, glaube ich, gesagt habe, dass ich denke, dass ich weiterhin so viel Geld verdiene, sondern ich habe einfach nur damals meine Erfahrung geteilt, wie viel Geld ich verdient habe und war total geflasht und richtig motiviert, ja. Dann kommt jemand und tut so nach dem Motto, hey, also, als ob, also sorry, aber es war ja wohl mal ganz klar, dass du niemals so viel Geld weiterhin verdienen wirst. Was dachte sich das Mädchen denn überhaupt? Also ich wusste das ja. Von wegen dieses, hey, ich weiß es besser, wie naiv kann man sein? Wie sich Menschen anonym einfach über dich stellen. Warum ich das nicht für voll nehme, das ist für mich keine Kritik. Das ist für mich nichts, womit ich was anfangen kann. Keine sinnvolle Information. Wäre das jetzt zum Beispiel was, hey, ich finde, die macht ihre Videos total, wie bin ich denn verpeilt und die hat andauernd Sprachfehler, das ist total anstrengend zuzuhören und der Ton ist auch total beschissen. Ja, wenn das jemand schreibt, dann kann ich sagen, okay, krass, vielleicht werde ich mal in Zukunft darauf achten, dass ich ein bisschen flüssiger spreche oder dass ich mich besser ausdrücke oder dass ich was an den Ton mache. Ja, das macht dann auch Sinn. Da kann man dann sagen, okay, geile Kritik, daran kann ich wachsen und ich kann mich verbessern. Aber bei diesem anderen Kommentar, das macht keinen Sinn. Und jetzt dazu zu kommen, wie gehst du damit um? Und zwar stell dir mal vor, wer dieses Kommentar verfasst. Was ist das für ein Mensch? Ich kann dir sagen, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit keine Person, die du in deinem näheren Umfeld hast. Ich kann nur von mir aus sprechen. Ich habe keinen Kontakt mit Menschen oder hänge mit Menschen viel ab, die Hater-Kommentare auf YouTube schreiben. Weil die Menschen, mit denen ich mich beschäftige, die haben selber ihre Ziele, die arbeiten an sich, die versuchen wirklich ihr Leben abzuleveln und keine Zeit, um irgendwie Leute
anzuschauen, um denen zu sagen, dass sie irgendwie uncool sind oder scheiße sind oder sonstiges. Das heißt für mich, ich kann diesen Menschen gar nicht ernst nehmen, weil es ist für mich kein Vorbild. Von dem brauche ich nichts lernen. Das ist absolut unwichtig und wertlos. Das heißt, es geht da rein und da wieder raus. Und manchmal, wenn ich gerade gute Laune habe und irgendwie mir einen Spaß draus mache, reagiere ich auch drauf und schreibe dann auch was dazu, weil ich irgendwie, weiß nicht, ich finde es halt dann ein bisschen lustig, ne? Also ich bin ja sowieso so ein lockerer Typ Mensch und ich mache auch gerne mal einen Spaß daraus. Und dann will ich euch noch einen Kommentar zeigen. Und zwar, das ist schon ein bisschen gemeiner und zwar richtiger Qualitätscontent, Smiley. Also Lachsmiley, ganz schön verbrauchtes Gesicht. So, da müssen wir jetzt auch nochmal das Kommentar betrachten, okay? Ihnen gefällt das Video jetzt nicht. Er denkt sich, okay, was macht die da eigentlich für einen Scheiß? Das hilft jetzt niemandem weiter, was sie da teilt, weil ihn das Thema auch nicht betrifft, ne? Also es geht darum, dass ich zum Beispiel über OnlyFans rede. Das heißt, dieses Video ist auch mehr für Leute interessant, für Mädels zum Beispiel, die OnlyFans machen. Wenn dann jemand das Video anguckt, der mit OnlyFans gar nichts zu tun hat, ist es für ihn natürlich auch total wertlos, ne, der Inhalt. Wo ich mir denke, okay, irgendwie hast du dich hier verlaufen, das denke ich mir dann. Was hast du denn hier zu suchen? Aber dafür kann ich ja nichts. Er hat ja auf das Video geklickt, das muss er nicht tun. Das heißt, es ist auch schon gar nichts wert, was er da sagt, in mein Fall. Und das zweite, ganz schön verbrauchtes Gesicht. Das heißt, vielleicht hatte er, also ich denke mir mal so, vielleicht hatte er einen schlechten Tag, ja, und hat irgendwie Frust. Und dann denkt er sich, okay, die sieht da aber ganz schön fertig aus. Was will die Alte denn mit OnlyFans? Wie kann man denn mit so einem verbrauchten Gesicht Geld verdienen, wo es auch um Optik geht? Vielleicht versteht er das nicht, vielleicht findet er das unfair. Und da muss er seinen Senf da rauslassen. Vielleicht verdient er selber nicht viel Geld. Vielleicht hat er, wie gesagt, irgendwie seine Freundin mit ihm Schluss gemacht. Irgendeine Laus ist ihm über die Leber gelaufen. Und ich habe dann natürlich auch Empathie dafür. Ich denke mir auch, okay, ich wünsche mir wirklich für dich, dass es dir irgendwie besser geht in Zukunft, weil irgendwie hast du mit dir selber zu knabbern. Sonst würdest du das nicht äußern. Und dann denke ich mir auch wiederum, okay, ich habe ein verbrauchtes Gesicht. Ja, ich muss sagen, in dem Video sehe ich auch, also oder es gibt auch allgemein Videos oder Bilder in meinem Leben, natürlich, wo ich auch mal fertig aussehe. Ich sag's euch ganz ehrlich, da denke ich mir auch, okay, fuck, Justine, siehst du aber jetzt irgendwie gar nicht fresh aus. Vielleicht sollst du das Video nicht hochladen. Aber ihr kennt mich mittlerweile. Ich bin ziemlich authentisch. Und ich denke mir, okay, shit, ich sehe da nicht so gut aus. Aber ich finde das eigentlich wichtig, was ich da sage. Also scheiß drauf. Lade es einfach hoch. Auch wenn du fertig aussiehst. Und ganz ehrlich, ich habe Tage, da sehe ich fertig aus. Okay? Ich gebe es wirklich ehrlich zu. Es gibt Tage, da sehe ich richtig fertig aus. Mal weniger, mal mehr. Zweitens, ich bin 36 Jahre alt. Ich gehe auf die 40 zu. Ich kann es selber nicht glauben. Ja, ich sehe nicht mehr fresh aus wie mit 20. Ja, und ich habe auch nicht mein ganzes Gesicht operiert. Ich habe jetzt tatsächlich einmal mal Botox gemacht vor 5 Monaten, 5 Monate im Januar. Ja, fast schon 6 Monate und das ist natürlich jetzt auch schon weg. Und ich überlege auch, ob ich es nochmal neu mache, weil ich mich auch fresh fühle. Ich sag's ehrlich, es war schön nicer auszusehen. Und es gefällt mir auch, wenn ich besser aussehe. Aber ich bin jetzt auch keine, ich zum Beispiel, ich trage kein Make-up. Ja, ich bin nicht wirklich großartig geschminkt. Es ist kein Filter hier auf der Kamera. Das heißt, die Menschen, glaube ich, haben auch komplett das Realitätsbewusstsein verloren, wie ein Mensch aussieht in einem gewissen Alter. Durch die ganzen Filter heutzutage. Ja, wenn du auf TikTok kommst, da ist ja alles gefiltert. Instagram auch. Die meisten benutzen diese Babyface-Filter, wo die Nase dann kleiner ist und die Augen größer und die Lippen voller. Und dann siehst du den Menschen real und du denkst ja, oh shit, irgendwie sieht die Person anders aus. Du weißt gar nicht so richtig, was ist da eigentlich, weil du nur noch durch Filter schaust. Und ich glaube, deswegen sind die Menschen auch schockiert, wenn sie Leute einfach sehen, die nicht so krass hergerichtet sind. Und natürlich kann ich jetzt sagen, hey, das kommt besser, wenn ich mich mehr zurechtmache für die Klicks oder so auf YouTube. Aber weißt du was? So sehe ich real aus. Es tut mir leid, dass ich nicht deinem Schönheitsideal entspreche. Aber das ist auch keine wirkliche Kritik. Also, das ist natürlich, könnte ich jetzt schauen, okay,
gucke ich mal, dass ich ein bisschen fresher aussehe. Mache ich nicht mehr an so einem Tag, wo ich so verbraucht aussehe im Video. Aber ich muss selber lachen. Sorry, aber come on. Ich tue damit ja niemandem weh. Dann schau doch einfach nicht hin. Und man muss auch dazu sagen, ich bin ja jetzt kein Model. Okay, ich mache OnlyFans, verdiene irgendwo schon mit Optik mein Geld in dem Fall. Aber darum geht es auch mehr um den Körper. Ja, aber ich bin jetzt kein Model und habe hier und stelle mich dahin und sage, hey, ich habe das hübscheste Gesicht ever. Oder ich muss es haben für das, was ich tue. Nein, muss ich nicht. Okay? Wenn das so wäre, würde ich die Kritik vielleicht noch ein bisschen verstehen, obwohl das natürlich auch wieder im Auge des Betrachters ist, ne? Auch Schönheit und so. Und da muss ich auch wirklich sagen, ist für mich deswegen auch sehr wertlos, sinnlos. Und das mache ich, ne? Also ich überprüfe wirklich auch die Kommentare, ich lese sie, aber ich denke mir auch irgendwie, okay, toucht mich jetzt nicht wirklich, triggert mich auch nicht so krass. Klar, man hat zu kämpfen, auch wenn man älter wird als Frau, wenn man nicht mehr so fresh aussieht. Aber mein Gott, Alter, what's up? So, ich kümmere mich ja mehr darum, um meine Persönlichkeit zu entwickeln. Ich versuche mich zu verbessern, mein Leben abzuleveln. Ich versuche die Dinge, die mich selber an mir stören, und die können mich auch nur wirklich triggern. Das heißt, wenn du einen Hater-Kommentar bekommst und das triggert dich extrem, vielleicht weil jemand sagt, hey, du kriegst ja nichts gebacken oder dein Content ist ja absolut langweilig und du selber denkst es von dir, dass du echt sagst, okay, fuck, ich finde auch, mein Content ist absolut langweilig und ich mache das ja eigentlich nur, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll oder sonstiges, dann verbessere das. Aber wenn du das nicht bestätigst, dann braucht dich das nicht zu interessieren, weil die Menschen, von denen kannst du nichts mitnehmen. Die Menschen, die würden niemals neben dir sitzen. Die Menschen würden niemals mit dir abhängen können, weil du einfach ein ganz anderes Bewusstsein hast. Du lebst das Leben ganz anders. Also, das Bewusstseinslevel eines Menschen, der solche Kommentare schreibt, ist einfach fast gar nicht vorhanden. Das ist ein Mensch, der ist Mainstream. Er redet Dinge nach. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Menschen reden oft Dinge nach. Zum Beispiel der Mainstream sagt, das und das ist nicht in Ordnung. Zum Beispiel OnlyFans, das ist ein ganz simples Beispiel. OnlyFans, das macht man doch nicht. Oh mein Gott, wie kann man sich denn so geben? So billig. Ne? Diese typischen Sprüche, die immer wiederholt werden. Billig, oberflächlich. Die tun den Menschen sofort in eine Schiene stecken. Ich denke mir manchmal, das ist alles dieses Nachgelaber. Einfach, ja, das sagen alle so, ich übernehme jetzt die Meinung auch. Oft, nicht immer. Es ist jetzt ein Beispiel mit OnlyFans. Ja, bei OnlyFans ist vielleicht auch was anderes, aber es gibt noch andere Sachen, wo die Leute einfach sagen, wie denkt die denn zum Beispiel, wenn ich jetzt auch Menschen, auch nochmal ganz interessant, Menschen, die was erreicht haben, okay, die große Träume hatten, vielleicht Profifußballer zu werden oder Rapstar oder YouTuber, ja, wo Menschen sagen, ach, das ist ja kein richtiger Job, oder du kannst es doch nie. Ne, da kommen dann die Menschen, die wollen immer ihren Brei dazu geben, versuchen einen dann fertig zu machen, weil die projizieren halt ihr Selbstbild, also das, was sie von sich denken, was sie erfahren haben, auch in ihrem Leben über sich, dass sie zum Beispiel gewisse Dinge nicht gebacken bekommen oder sich gar nicht erst trauen, hohe Ziele zu setzen, weil sie wissen, sie werden es wahrscheinlich nicht schaffen oder denken es einfach nur. Es kann ja sein, dass sie es schaffen, aber sie trauen sich das einfach nicht zu, haben auch keinen Mut. Ja, die müssen dann die Menschen kritisieren, die das versuchen, die vielleicht deren Träume realisieren oder es versuchen. Und wenn die Leute dann scheitern, pass auf, dann sagen die, ich hab's doch gewusst. Ich wusste, dass der das nicht schafft. Was dachte der denn? Wie naiv ist der denn? Also, dass der es überhaupt versucht hat. So was Beklopptes. Weißt du, das sind dann diese Leute. Aber was ist, weil die wussten, das ist ja besser, müssen sich ja über dich stellen, um auch nochmal so ein bisschen einen Pusher zu bekommen, ja? Ein bisschen mehr Selbstwert zu bekommen. Aber was ist mit den Leuten, die dann sehen, okay, der hat, wenn er es doch geschafft hat, ne, wenn er nicht gescheitert ist gerade, und zwar, wenn er es doch geschafft hat, wenn er dran geblieben ist und sein Ziel erreicht hat, was ist mit denen? Dann kommen die Leute und sagen, ich habe schon immer an dich geglaubt. Ich wusste, du schaffst das. Richtig toll, Mann. Ich wusste es. Wahnsinn. Und die wollen dann auch mit dir abhängen, weil die denken, oh krass, der hat das geschafft, was ich immer wollte. Ich bin so stolz auf dich. Die Menschen passen sich an.
So oder so, die haben immer irgendwas dazu zu sagen. Warum sie was sagen, ist einfach, damit sie selber besser dastehen, damit sie ein besseres Gefühl haben. Das heißt, wenn ich sehe, du hast es richtig gemacht, ja, ich wusste, du kannst es und so, weil ich war immer dein Supporter. Die fühlen sich dann gut. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann fühlen sie sich auch gut, wenn sie sagen, ich wusste, dass du es nicht schaffst. Weil die wussten es ja schon besser am Anfang. Behalt das einfach im Kopf. Behalt es einfach im Kopf, dass die Menschen sich wie ein Chamäleon. Jetzt war mein Akku gerade leer. Auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, behalt es einfach im Kopf, dass die Menschen sich wie ein Chamäleon anpassen. Ganz, ganz wichtig. Und was auch nochmal nicht zu unterschätzen ist, jetzt mal als Motivation für dich. Vielleicht bist du ja YouTuber und bist einfach abgefuckt von dem ganzen Scheiß und denkst dir, Alter, haltet doch einfach mal die Klappe. Denk dir einfach, dass diese Menschen, die dir Aufmerksamkeit durch einen Hater-Kommentar dalassen, dass das für die Menschen psychologisch gesehen besser ist oder wertvoller ist, als ignoriert zu werden. Ja, jetzt sagt der eine oder andere, nee, das stimmt nicht. Also ich brauche diesen Scheiß-Hate absolut nicht. Ja, verstehe ich auch. Also ich brauche den Hate auch nicht, denke ich mir. Aber psychologisch gesehen, auch Kinder, guck dir Kinder an oder Hunde oder so. Witziges Beispiel Hunde. Aber ja, es ist so, dass Kinder zum Beispiel auch Scheiße bauen. Ja, die bauen Scheiße, weil die Aufmerksamkeit brauchen. Wir brauchen das. Es ist so wie, ja, wenn du etwas Energie schenkst. Schlechte Energie wollen wir nicht, ja, aber so gesehen brauchen wir das und deswegen machen wir auch Dinge, die polarisieren teilweise, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder Hunde, wenn die irgendeinen Scheiß bauen oder so. Die wollen dann vielleicht auch gesehen werden. Oder Kinder, wie gesagt. Kinder ist eigentlich das beste Beispiel. Die machen ganz viel Blödsinn teilweise, weil die dann einfach denken, dass sie dadurch Liebe bekommen oder was auch immer. Aufmerksamkeit ist gleich Liebe. Ne? Das sind so eine Sachen, die darf man nicht vergessen. Das ist Interaktion. Deswegen auch vielen lieben Dank an der Stelle für alle Hater-Kommentare. Auch sehr gerne jetzt nochmal ein paar Hater-Kommentare runterschreiben. Irgendwas wird dir schon einfallen. Kannst gerne was zu meinem Gesicht sagen. Wie verbraucht dich heute? Aussehe oder vielleicht irgendwas an meinen Klamotten, vielleicht siehst du irgendwas im Raum, was dich stört, zum Beispiel jetzt da hinten so ein bisschen unordentlich ist oder wie ich rede. Ne? Irgendwas fällt dir schon ein. Sehr gerne einfach jetzt an der Stelle supporten und einfach einen Kommentar da lassen. Dankeschön. Ansonsten, was ich auch noch sagen wollte, dass Mobbing auch nicht zu unterschätzen ist. Deswegen, ich weiß, dass manche Menschen damit, deswegen wollte ich auch das Video machen, damit wirklich schwer umgehen können und dran zu knabbern haben. Ich hatte jetzt letztens erst noch einen Airbnb-Gast, der hat mir auch gesagt, dass er als Kind sehr krass gemobbt worden ist und zusammengeschlagen ist und so. Ich habe das selber mal erlebt in der Schulzeit tatsächlich. Ist ja jetzt eigentlich ein blödes Beispiel, aber ich sage es euch trotzdem. Ich war auf einer Waldorfschule. Oh, da könnt ihr auch gerne noch was dazu schreiben, dass man da ja seinen Namen tanzt und so. Das haben ja auch viele noch nicht gehört. Ich feiere die Waldorfschule extrem. Es ist wirklich sehr friedvoll und es ist wirklich ein geiler Vibe da gewesen. Also ich muss sagen, ich fand es super und ich bin dann auf eine Realschule gekommen. Haben die Leute mich erstmal gehänselt. Ja, Waldorfschule und hier ein Bio-Öko-Scheiß da. Und dann bin ich von zu Hause abgehauen. Ich war dann 3 Tage oder 4 Tage in Berlin. Ich war schon immer so ein Kind. Ich habe immer das gemacht, was ich wirklich wollte. Ich war auch nicht besonders gut in der Schule, by the way, weil es mich nicht so interessiert hat. Das hat mich jetzt dahin gebracht, wo ich bin, in Mexiko. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Dann war ich in Berlin, dann bin ich zurückgekommen, weil die Polizei mich da gefunden hat. Dann war ich wieder in der Schule und dann auf einmal haben mich alle gefeiert, weil dann war ich ja die coole Justine, die einfach von zu Hause abgehauen ist. Ne? Aber davor haben die mich gehänselt. Und ich will jetzt auch nicht hier sagen, dass Leute haut von zu Hause ab oder so. Nein, ich sag nur, ich habe es halt gemacht. Also ich hatte diese Erfahrung, dass ich halt uncool war und dann war ich die coole. Und ich muss sagen, das war auch nicht einfach, wenn dich Leute hänseln. Und ich weiß auch, dass die Menschen daran zugrunde gehen können. Deswegen sollte man auch hier für alle Hater aufpassen, wie man was wie sagt. Also bei mir könnt ihr das gerne machen. Dann kommt lieber zu mir. Ich lade euch alle herzlich ein. Schreibt alle hier gerne einen Hater-Kommentar drunter, wie zu den Schwachen zu gehen. Weil es gibt Menschen, die sind einfach labil. Okay, denen empfehle ich dann auch kein YouTube zu machen, weil wenn man YouTube macht, sollte man sich dessen bewusst sein, dass man angreifbar ist, wenn man teilt. Umso mehr man teilt auch von sich und seinem Privatleben, desto angreifbarer ist man. Ich kann es ab, weil ich meinen Wert kenne. Ich bin mir selber bewusst, wer ich bin, was ich tue.
Ich sehe auch nur Resultate, ne? Ich sehe jetzt, dass ich in Mexiko lebe, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin. Vor allem, dass ich gesund bin. Ich achte auf mich und mein Leben. Ich achte auf meine Menschen um mich herum und ich achte darauf, was ich tue. Ich achte, mit wem ich mich umgebe. Ja, welche Entscheidungen ich treffe, was gut für mich ist, was nicht. Ich achte darauf, dass ich mich weiterentwickle. Das zählt für mich. Und ich würde gerne mal jemanden sehen, der zum Beispiel jetzt da sitzt und einen Hater-Kommentar schreibt oder neidisch ist, der mir sein Leben, sag ich mal, aufzeigt, wo ich dann denke, oh wow, dich feiere ich ja voll und von dir kann ich ja voll viel mitnehmen. Ich wette, dass die meisten Menschen, die halt so negative Dinge schreiben über einen, selbst ein schlechtes Leben in Anführungsstrichen, ein gestresstes Leben, vielleicht ein frustriertes Leben leben. Und das tut mir auch wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Und ich wünsche mir auch, dass die Menschen einfach glücklich werden. Ich weiß, dass wenn jeder zufrieden wäre und sich um seinen Scheiß kümmert, sie wirklich all seine Energie nimmt und in seine Projekte reinsteckt und sich einfach ablevelt, dass die Welt wäre einfach so viel besser, wenn sich jeder nur um seinen Brei kümmert. Und ich habe eine Sache gelernt, und zwar, was du über mich denkst, geht mich einen Scheißdreck an. Es geht mich ein Scheißdreck an. Es ist nicht mein Bier, es ist deine Geschichte, es ist deine Projektion, es ist das, was du von mir wahrnimmst. Vielleicht siehst du einfach nur das, was dich an mir stört und du siehst gar nicht die positiven Aspekte. Und dann gibt es die Menschen, die erkennen irgendwie etwas in mir oder wertschätzen etwas an mir und sind dankbar zum Beispiel, dass ich über gewisse Dinge rede, weil es ihnen einfach Kraft schenkt. Und das kann mir eigentlich egal sein. Ich meine, jetzt in dem Falle freue ich mich natürlich, wenn ich positives Feedback habe. Also auch meine Airbnb-Gast jetzt zum Beispiel. Er hat mir einfach gesagt, dass er durch meine Videos nach Mexiko gekommen ist. Dass er deswegen sich getraut hat, aus seiner Komfortzone zu gehen. Für ihn war es ein riesengroßer Step. Er hatte wirklich Probleme, also er hat bis heute Probleme, Leute anzusprechen. Er hat ein Alkoholproblem und er hat dann wirklich aufgehört zu trinken von einem Tag auf den anderen und hat jetzt die letzten Tage, die er bei mir war, ich glaube eine Woche oder so, einfach keinen Alkohol mehr getrunken. Und ich habe ihn jeden Tag gefragt. Er hat gesagt, Justin, frag mich bitte jeden Tag, ob ich was getrunken habe. Ich habe ihn gefragt, hast du was getrunken? Er hat gesagt, nein, immer noch nicht. Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin so stolz auf mich. Und ich habe gesagt, wow. Und ja, wir hatten ein paar tiefe Gespräche. Und er hat gesagt, er hat mir sehr viel zu verdanken. Er hat gesagt, Justine, wenn du wüsstest, was du mir zu verdanken hast. Er hat mir auch 50 Euro Trinkgeld in den Kühlschrank gelegt. Total witzig. Das sind Sachen, die zählen für mich. Es zählt für mich, wenn ich jemandem wie sagt man das, ein Klaps geben kann, ein Aha-Effekt oder ein Moment, wo man einfach so aufwacht, wo es einfach Klick macht. Weil man sich unterhält, weil man Dinge teilt, weil ich meine Erfahrungen mit euch teile. Das ist wertvoll und wichtig für mich. Und ja, ich war nicht in der Schule gut und Bodo Schäfer sagt meine Sache, die feiere ich sehr. Und zwar, es gibt schulkluge und straßenschlaue Menschen. Und ich war nicht schulklug, weil, wie gesagt, die meisten Fächer haben mich nicht gejuckt. Aber ich bin straßenschlau, weil ich stelle mich Herausforderungen. Ich bin mutig, ich gehe unbekannte Wege. Wo ich wirklich nicht weiß, was auf mich zukommt, mit dem Van unterwegs und so weiter. Ich will einfach das Leben kennenlernen. Ich will mich mit Menschen umgeben. Ich will einfach mich ableveln. Immer wieder. Und ich bin stolz auf mich, dass ich das tue. Ich bin stolz auf mich. Und ich hoffe einfach, dass du das von dir aus sagen kannst, dass du stolz auf dich bist. Ich glaube, das war alles Wichtige, was ich euch mitgeben wollte. Auf jeden Fall schau dir immer das Resultat an. Wie ist dein Leben und dann wie ist das Leben der Menschen, die dich kritisieren? Würdest du gerne tauschen wollen? Nein. Also machst du alles richtig. Geh deinen Weg. Bleib dir einfach treu. Steh zu dem, was du tust, wenn du es mit einem guten Gefühl tust. Überprüfe die Dinge aber auch, wenn du Kritik bekommst. Aber alles andere, was oberflächlich ist, was dich nicht juckt. Klar, wenn jemand zu dir sagt, hey, du fette Sau zum Beispiel, und du denkst wirklich, dass du viel zu dick bist, dann wird dich das extrem treffen und es wird dich verletzen. Und weißt du, was du dann tust? Du blendest das aus und kümmerst dich mal nur um dich.
Und dann wirst du dich transformieren. Du wirst dich transformieren, weil der Wille ist da. Du sagst dir, okay, es reicht mir jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich will jetzt einfach das Leben leben, was ich verdient habe. Und das Leben, was du verdient hast, ist definitiv glücklich zu sein. Du und alle anderen auf dieser Welt haben es verdient. Das ist deren Geburtsrecht, glücklich zu sein. Aber tu was dafür. Erkenne es. Geh den Weg. Auch wenn er steinig wird und holprig und du mal auf die Fresse fällst, dann stehst du wieder auf. Und wahrscheinlich hast du es schon 10.000 Mal gehört und es ist mir egal, ich sag's dir trotzdem nochmal. Tu es einfach. Auch wenn du hinfällst, steh wieder auf. Gib niemals auf. Egal was ist, gib niemals auf. Und dann kannst du überhaupt nicht scheitern. Und wenn dir die ganzen Menschen den größten Scheiß wünschen, nur weil sie selber abgefuckt sind, lass es nicht an dich ran. Es hat nichts mit dir zu tun. Das ist deren Scheißbier. Wie du deine Brötchen verdienst, ob es dir gut geht, ob du gesund bist, das ist den meisten Leuten und vor allem den Hatern scheißegal. Das interessiert keine Sau. Deswegen scheiß drauf. Scheiß einfach drauf. Blende es aus. Wenn es dich wirklich juckt, dann lösch die ganze Scheiße und blockier die Idioten. Mach das. Ich habe auch schon Leute blockiert, weil es mir auf den Sack gegangen ist. Ich habe auch mal Tage, wo ich ein bisschen abgefuckt bin und wo ich dann auch diese Leute blockiere, weil ich einfach keinen Nerv habe darauf. Weil ich es gerade nicht gebrauchen kann, weil ich auch mal struggle, okay? Aber im Großen und Ganzen weiß ich, dass diese Menschen einfach unter mir stehen. Und die können mir nie im Leben das Wasser reichen. Weil ich sitze hier. Ich kann jeden Tag zum Beach gehen. Ich kann entscheiden, wann ich um wie viel Uhr was tue. Ich habe nicht 1.000 Millionen Sachen, wo ich Verantwortung tragen muss. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich habe meinen Frieden in mir. Ich bin gesund. Was brauche ich noch? Ich habe gute Leute um mich herum. Tolle Menschen, die mir immer helfen würden, wenn es hart auf hart kommt. Also, was willst du mir jetzt erzählen? Ich bin gespannt. Schreib es gerne unter dieses Video. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich drücke dich aus der Ferne. Ich drücke jeden und ich habe Liebe für jeden übrig. Denn alles, was du aussendest, alles kommt zu dir zurück wie ein Boomerang. Und deswegen mach dir auch keine Sorgen. Wünsch niemanden Hass. Wünsch dir auch den Hatern keinen Hass. Die haben das selber in sich und die werden es auch immer wieder zurückbekommen, wenn sie es aussenden. Da musst du dir keine Gedanken drum machen. Und wünsche niemandem Menschen was Schlechtes. Niemanden. Es bringt nichts. Wünsche ihnen was Gutes. Wünsche, dass die Welt sich verbessert. Das sind meine Abschlussworte. Und natürlich, Leute, was wollt ihr noch machen? Abonniert sie. Ja, halt das mit euren Freunden, ganz, ganz kommentiert. Kostet nichts, Leute. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Grüße, ganz viel Kraft und Liebe für dich und bleib dir treu. Bleib authentisch, bleib du selbst, denn alle anderen gibt es schon. Nur du bist einzigartig. Bis zum nächsten Video. Können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?